Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Risen 3 Titan Lords. Ja, ich habe euch letztes Mal übel hier so hängen lassen, aber deswegen legen wir jetzt auch gleich los, wenn ich ihn finden würde, mit Eldric und wir greifen den Schattenlord an. Lass ihn uns angreifen. Auf geht's! Das ist jetzt die Entscheidung! Kalador der Menschheit! Okay, es klingt jetzt ein bisschen arg furchtbar, aber ich meine, die letzten Male gegen die Schattenlorde doch auch. Schattenlord des Zweifels, der hat sogar schon nicht mehr alle EP. Oh komm, das ist doch jetzt hier. Oh, nicht lame, aber machbar auf jeden Fall. Und er lässt sich wegbeamen. Was ist er denn jetzt hin? Da ist er hin. Ja. Wir haben ihn leider nicht selbst erwischt, aber nicht schlimm. Wow. Noch die Schergen, aber das ist in der Masse ist das so einfach hier. Also wenn ich gewusst hätte, dass das jetzt so einfach ist, hätte ich es letzte Folge gemacht. Das tut mir jetzt leid. Ich dachte, das wäre ein härterer Kampf, der ein bisschen länger dauert. Der Schattenlord des Zweifels ist erledigt. Sehr gut. Auf diese Nachricht haben die Menschen von Kalador lange gewartet. Sie werden noch lange an ihn denken, nach all dem, was er ihnen angetan hat. Wir müssen das Kristallportal vernichten, aus dem er herausgekrochen kam. Wir werden die Gegend am Eingang zur Totenkopfhöhle sichern und dort auf dich warten. Komm zu mir, wenn das Portal vernichtet ist. Okay. Oh, ah, da geht's rein. Ich dachte gerade. Hey, ich denke, ich habe hier meine Pflicht erfüllt. Ab jetzt bin ich wieder bei deiner Crew. Jetzt weiß ich, was hier nicht stimmt. Tatsächlich? Irgendwie spüre ich die Gegenwart des Bösen um uns. Es ist, als ob wir fortwährend von einer unsichtbaren Macht angeglotzt werden. Schlaf dich mal richtig aus. Dann gehen auch deine Hirngespinste weg. Vielleicht. Na, ich glaube, ganz Unrecht hat er nicht. Dann gibt es jemanden im Schattenreich, der auf uns wartet. Also. So, das ist ja nun mal gruselig. Vielleicht sind da ein paar mehr Schergen, die wir vernichten können. Wenn du mal die Waffe ziehen würdest, bitte. Um das Tor herum. Also das mit dem Lord, das war ja jetzt echt enttäuschend einfach. Aber gut. Ich habe gedacht, wenn wir jetzt in so einer Masse ankommen, wird das auch wenigstens ein richtig harter Kampf, aber. Und ich habe nicht mal den letzten Schlag ausgeführt. Das kriegt mich ja auch ein bisschen so, aber. Gut. So. Jetzt gibt es hier noch eine. Können wir hier drüber fliegen wahrscheinlich sogar. Das ist erstmal den normalen Weg, keine extra Spirenzchen. Vielleicht kommen wir dann da hinten sowieso an. Ja, so einzelne Ghule ist jetzt auch nicht so das Thema. Nicht, dass uns da die Höhle gleich einstürzt und wir da hinten nicht mehr hin können. Also das gab es bisher noch nie. Ich guck trotzdem mal, ob es da hinten noch was gibt. So, pü. Hier, ne? Speichern wir. Und können jetzt nicht zu essen. Nein, geh nach oben. So. Da gehst du alleine hin. Okay, da liegt jemand. Die Frage, ob es da auch Schädelbecher. Aha. Goldsack. Ein Schädelbecher. Naja, gut, ein bisschen. Cola hat es jetzt so gebracht, aber wahrscheinlich würden wir nur mehr bekommen, wenn wir einen Papageienflug verkauft hätten. Nee. So, komm her, Patty. Hier geht's lang, hier geht's lang. Way. So. Ein Papagei ist nämlich ein bisschen schneller unterwegs. Und da gibt's noch mal einen geflügelten Lindwurm.
Kommt her, ihr Mistviecher. Ja. Aber den kriegen wir doch auch hier. Ist nur ein bisschen heilen zwischendurch. Heulen zwischendurch. Dann kümmert sich Patty einfach um den Lindwurm und ich mache hier so das kleine Viech neben mir. Ja, das überlebt sie wahrscheinlich nicht. Müssen wir unsere Schwester ein wenig beschützen und behelfen. Wenn man von zwei Seiten angegriffen wird, ist es gar nicht mehr so leicht, Mr. Lindwurm. Ne? Und auch da hat sie den letzten Schlag gemacht. Aber bei Patty ist das ja nicht so schlimm, da kriegen wir ja trotzdem Erfahrungspunkte gleich mit. Ist hier an der Ecke noch irgendwas? Ja, scheinbar nicht. Ja, wir brauchen wirklich mal was für Gegenstände. Tranktechnisch. So. Und auch hier um das Tor herum gibt es nur Felsbrocken. Das heißt, ich würde sagen, wir schließen es, hä? Na, was meinst du, Paddy, haben wir gut gemacht, hä? Ist hier noch irgendwas? Ne, außer Abgründen nix. Nix, die nix. Das heißt, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zurück. Und haben quasi das Wichtigste jetzt erledigt, was es auf der Seite vom Lavastrom gibt. Wir schauen uns trotzdem noch einmal um, bevor es dann zurück nach Taranis geht. Damit wir quasi bei den Wächtern aufsteigen und dann ja Diebesinsel, ne? Ja, ich habe einen Plan. So, wo war man denn? Öldrüg. Das letzte Kristallportal auf Kalador ist geschlossen. Endlich haben die Menschen Ruhe hier an der Eisenbucht. Unsere Aufgabe in diesem Teil der Welt ist damit erledigt. Wenn wir weiter gegen die Schatten so erfolgreich kämpfen, haben wir eine Chance, den Krieg zu gewinnen. Gut gemacht, mein Junge. Jetzt können wir uns ganz deinem Geisterritual widmen. Treffe deine Vorbereitungen. Ich werde in der Zitadelle auf dich warten. Und weg ist er. Da hätten wir eigentlich direkt nochmal nachfragen können, weil wir ja schon den Zauberspruch gefunden haben. Wir müssen ja quasi eher an der Zitadelle vorbei, bevor wir wieder auf unser... Weil man kann ja auch direkt auf unser Schiff, ne? Naja, Wayne. So ein paar Sachen gibt es ja hier noch, die ich erkunden wollte. Und dann, das ist ja auch nicht schlimm, wir haben den Zauberspruch ja gefunden, entsprechend, können wir da hoch? Nee, ne? Das sieht so prädestiniert wie Stufen aus, irgendwie. Aber, ich glaube, das ist doch nicht so gedacht. Wow, 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 wow. Wir sollten speichern. Ja, hier unten wollte ich ja eh, glaube ich, auch hin. War es noch nicht, aber hier gibt es auch nichts, was irgendwie wichtig wäre. Außer Bären. So, ne? Hier ging es dann hoch zu der Höhle. Ja. Und wir sind da links lang, genau. Aber jetzt auf der anderen Seite gab es ja noch den Turm. Da wollte ich auf jeden Fall auch noch hin. Ups, Schattenwaffe. Hier gibt es zig Schattenwaffen. Macht gar keinen Sinn, die noch irgendwie zu holen. Was ist denn das hier? Eine Mühle und ein Schattenwächter, der mich direkt erledigt mit einem Schlag. Na geil. Ich habe nicht mehr so viel Leben gehabt, ne? So ab und an mal die Lebensanzeige überprüfen. Soll helfen. Ja, ich habe gar kein Leben mehr. So. Jetzt können wir hier nochmal hinlaufen. Zu dem Schattenwächter. Wie jetzt? Und er. Ach so, weil es sich noch nicht regeneriert hat. Ich depp.
Also wir regenerieren direkt und dann laufen wir langsam und gemütlich zu dem Schattenwächter, damit sich ein bisschen mein Leben bis dahin wirklich erholt. Weil wir lassen uns einfach nicht erwischen von ihm. Wir erstmal hier ganz gemütlich gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Nee, offensichtlich nicht. Da war das, wo wir rübergesprungen sind. Gibt es hier oben noch irgendwas? Jetzt hat er uns entdeckt. Wow, und jetzt weichen wir doch lieber aus. Wir machen das so ein bisschen fernkampfmäßig. Patty macht das schon für uns. Oh, Patty, noch einen Schlag. Komm. Deine Mannschaft ist schon ziemlich speziell. Was meinst du damit? Wir sollten nur die besten Männer rekrutieren, jetzt, wo die Hölle über uns hereinbricht. Wer sagt denn, dass es nicht schon so ist? Oh Mann. Das gibt ein hartes Stück Arbeit. Wie immer. Was hast du denn gegen meine Crew? Das sind nur coole Leute dabei. Puh. Gar keinen Sinn für eine gute Crew, die Frau. Ehrlich. Okay, offensichtlich gibt es hier auch hauptsächlich Lava, aber nichts mehr, womit man was anfangen kann. Ne? Ja, gut, dann zu dem Turm da hinten hoch. So. Ja, es ging jetzt alles recht fix. Auch wie gesagt, also mit dem, ich habe bei dem Schattenlord echt ein bisschen mit mehr Stress gerechnet. Aber scheinbar nicht. Na, ich beschwere mich nicht. Ich fand den Schattenwächter jetzt gerade eben schwieriger aufgrund der Umstände als den Schattenlord vorhin. Oh, und wir haben fast keinen Schrot mehr. Ein bisschen vorsichtig sein gleich. Die ganzen Schattenwaffen, das ist eh nur minimal Geld gewinnen. So. Noch zwei Schergen. Noch einer. Und wahrscheinlich gibt es da nicht genau eine Truhe. So. Die war sogar verschlossen, aber wir machen sie auf. Wir machen sie auf. Okay. Dum, dum, dum. Tschim. Golderz, Spitzhacke, Acke, alles, was wir nicht so. Was wir schon eigentlich schon zu Genüge haben. Gut. Ja, dann würde ich sagen, auf der Seite erscheint mir persönlich jetzt alles abgeschlossen. Das heißt, wir beamen uns nochmal zu Eldrick. Auf die Seite können wir ja auch jederzeit jetzt wiederkommen, Gott sei Dank. Ne? Ja, genau, hier rum, darum. Ja. Okay. Jetzt sprechen wir nochmal kurz. Aber ihr könnt jetzt auch nochmal die Schmiede benutzen für die Waffe, die wir bekommen haben. Hier gab es auch eine Schmiede drin. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Hier rechts. So viel Platz und doch so kalt. Da ist mir ein Schiff doch lieber. Heimweh? Ach was. Konzentrieren wir uns auf unsere Aufgabe. Schmiede. So, jetzt würde ich hier gerne Griffsphärendorn und Wundenreißer. Klinge, wir haben die Klinge vom Wundenreißer nicht. Hä, ich dachte, das wäre das, wo wir jetzt komplett haben. Nicht. Offenbar nicht. Wieso habe ich denn die Klinge nicht? Na gut, die ist unsere sowieso besser, aber. Komisch.
Naja, gut, dann halt nicht. Also. So. Nochmal zum Geisterritual. Ich glaube, ich habe den Zauberspruch für das Geisterritual gefunden. Tatsächlich? Woher hast du ihn? Ich fand ihn in alten Aufzeichnungen eines dunklen Kriegers in den Ruinen im Osten. Ja, das ist der Zauberspruch, wie es in den alten Schriften vermerkt ist. Gute Arbeit, mein Junge. So, jetzt geht's zurück zum Schiff. Hey, ich habe wieder einen dunklen Fleck unter Wasser in der Nähe der Küste gesehen. Ein weiteres Seeungeheuer? Ganz bestimmt. Es scheint noch größer zu sein als das letzte. Also mach dich bereit für den nächsten Kampf, wenn du in See stichst. Also. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Hatte ich vor. Und Seeungeheuer erwartet uns, wenn wir jetzt nach Taranis fahren. Saufkopf! Ah, Nebelkrähe! Du machst dir hier einen schönen Tag, ja? Polly, passt auf! Ah. Ach ja? Worauf passt du denn auf, Kleiner? Böse Männer! Ah, Schatten! Ah, machen alles kaputt! Ja, ich weiß. Hoffentlich ist der Spuk bald vorbei. Polly lieb! Ah. Ja, schön aufpassen. Ah. Polly wird uns noch ein Geheimnis verraten, da bin ich sicher. Hey, dir ist aber schon klar, dass hier alles drunter und drüber läuft, ja? Was meinst du? Na eben genau das. Du weißt nicht einmal, wovon ich rede. Du musst dich mehr um deine Crew kümmern. Sonst tanzen sie dir am Ende nur auf der Nase herum. Das mache ich doch. Außerdem, wenn alle Stricke reißen, verlasse ich mich ganz auf dich. Ja, ja. Wir quatschen doch regelmäßig mit allen hier. Ich habe da so eine Idee. Lass mich raten. Du willst zu den Magiern gehen und sie über unseren Fortschritt informieren. Ja, richtig. Woher weißt du das? Jetzt hör mal zu. Wir haben hier unsere Aufgabe und die Magier haben ihre auf Taranis. Und solange das so ist, brauchen wir hier jeden Mann, der anpackt. Na schön, schieben wir das auf. Oh, den muss man ja echt im Zaum halten hier. Edward. Hör zu, ich habe mich nicht getäuscht. Da ist etwas. Und es folgt uns. Es ist immer da und lässt sich auch nicht abschütteln. Und du bist sicher, dass es nicht der fehlende Schlaf ist, ja? Ich sagte doch, keine Täuschung. Ich werde es weiter beobachten. Du wirst sehen, ich werde Recht behalten. Mach das, Edward. Glaubst du, dass dir die Menschen dein Opfer auch danken werden? Wenn wir scheitern, dann wird es niemanden geben, der sich diese Frage stellen wird. Schon, aber du musst dich doch fragen, was für dich am Ende dabei herausspringt. Ruhm, Ehre, Gold vielleicht? Mir würde schon reichen, wieder gut schlafen zu können. Ja, die einfachen Dinge gewinnen an Bedeutung in Tagen wie diesen, nicht wahr? Horas ist viel zu egozentrisch. Hast du wieder etwas für mich? Gee, Captain. Sadek hat etwas ganz Besonderes. Hier, dieser Trank bewirkt den Blick des Blutes. Jedes lebende Wesen aus Fleisch und Blut wirst du damit erspähen. Gutes Zeug für die Jagd. Das kann ich doch sowieso schon. Pilzer, Jaffa, sollte nicht mehr vorkommen. Was ist passiert? Jaffa, untröstlich, hat Anweisung von seinem Captain vergessen. Jaffa hat wieder Gold genommen von Crew. Ja, ja, sie werden es überleben. Hat es sich wenigstens gelohnt? Oh ja, sieh her, ein richtig großer Batzen dieses Mal. Dann will ich mal nicht so sein. Jip, jip. Berauben unsere eigene Crew, ist schon geil. So, Mendoza gibt's nicht mehr und hier ist ein Feuer mitten im Wasser. Naja, gut. Ja. Heißt, wir sollten mit allen gesprochen haben und jetzt geht's zum nächsten Seeungeheuer und irgendwie sieht Edward mittlerweile, ist das eigentlich der gleiche Edward? Mit dem wir seine Verwandten gesucht haben? Das sieht jetzt ganz anders aus. Naja, gut, okay. Wir stechen in See und zwar geht's nach Taranis. Tatam. Und wahrscheinlich mit Seeungeheuer.
Und es sieht zumindest cooler aus als das andere. Ups, ja, jetzt müssen wir erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Siehst du. Aufpassen! Dahin. Wow. Das kann jetzt auch auf uns schießen. In Deckung. Ich hab's ein bisschen zumindest getroffen. Ein bisschen zumindest. Gar nicht so leicht zu treffen. Mal wieder. Das ist ein bisschen anders als das andere. Es taucht nicht so stark ab. So, jetzt kommt es wahrscheinlich wieder von hinten irgendwie. Okay, weiter in die Richtung. Wo ist es? Da vorne. Da ist es. Achtung! Oh, oh, oh. Können wir es nicht noch ein bisschen besser treffen? Nee. Wo steht denn wie viel? Ich finde es ein bisschen irritierend, dass wir überhaupt gar keine KP-Anzeige haben von unserem Schiff. Oder ist das ganz normal die unten von unserem Hauptcharakter? War wenigstens mal ein Volltreffer. Ja, wo ist es? Okay, weg ist es. Ja, wir haben, glaube ich, da unten noch ein bisschen Lebensverlust genommen. Ich versuche das mal zu beobachten parallel. Es ist hinter uns. Naja, so ganz hinter uns ist es jetzt nicht. So. Ja, so vor uns. Ja, das zockt uns tatsächlich normale Lebensenergie ab. Haben wir noch ein bisschen getroffen tatsächlich. Das ist jetzt, man kriegt es schon ein bisschen raus. Das erscheint mir jetzt trotzdem noch leichter als das andere. Mhm. So, wo kommt's? So, weiter in die Richtung, da vorne ist es. Ein bisschen Übung, ne? Jetzt sehe ich es gerade nicht mehr. Es kommt direkt auf uns zu, Oh, oh. So, ich glaube, das war's schon, oder? Nicht? Ja, ein Schlag hält es noch aus, ne? Komm, das hat doch fast keine Lebensenergie mehr. Was wollen die eigentlich? So. Wo ist das? Da vorne irgendwo? Sie ist nur ganz klein da am Horizont. Ja, wenn es mal ein bisschen näher kommen würde, dann würde ich das auch tun. Also aus der Entfernung ist ein bisschen schwierig. Aufpassen! Na. Erledige es! Ja, wenn wir mal rankommen würden. Oh oh. Das ist immer noch halbwegs ausgewichen. Da aber nicht. Jetzt wird's doch interessant. Komm! Jaha! Fertig!
Siehst du, wie ich schon sagte, es war wieder ein Seeungeheuer. Ja, und zwar ein ziemlich bösartiges Exemplar. Ich werde weiter Ausschau halten. Wenn mir wieder etwas in der Art auffällt, sag ich dir Bescheid. So. Komm mit. Klar. Gibt's was Neues? Rasier dich! Nein. Gut, wir sind auf Terranis angekommen. Sehr cool auf jeden Fall. Heißt, wir haben jetzt... was mache ich denn da? Wir werden jetzt uns hier das Metall abgeben und damit sollten wir auf jeden Fall aufsteigen bei den Wächtern und uns eine neue Rüstung abholen können. Ja, das machen wir aber alles erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wie immer auch mit am Start und mit dabei. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.